Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play Diablo 3. Ich möchte Diablo 3 spielen, weil ich das Spiel einigermaßen oft spiele und es macht mir riesen Spaß und ich würde es gerne jedem zeigen, wie es halt ist und so. Und ja, ich fange mal an. Ich weiß halt nicht, was ich noch machen soll. Ich denke, eine Dämonenjägerin. Männlich oder weiblich? Ich nehme weiblich. Ne, männlich. Den Namen gebe ich wie beim Channel King Marcy. So. Ich habe jetzt schon Char auf 60 und so und spiel's. Und es klappt. Und ja. Fangen wir mal an. Meine Familie wurde von der Höllenbrut dahingemetzelt. So etwas mit ansehen zu müssen, kann einen um den Verstand bringen. Der Wahnsinn tötete meine Schwester. Ich war allein und verängstigt, bis ich gerettet wurde. Gerettet von Überlebenden, die gemeinsam die Welt von den Kreaturen der Hölle befreien wollen. Sie erkannten in mir die Stärke, den Dämonen zu widerstehen. Und sie formten mich zu einer Waffe. Nun bin ich bereit. Ein Meteor ist auf Tristram niedergegangen. Und daraufhin sind die Toten auferstanden. Ich werde sie in ihre Gräber zurückschicken. Einst war ich Gejagter. Nun bin ich der Jäger. So, weiter geht's. Also. Nur die Toten riechen derart übel. Der Mein gefallene Stern ist nahe. Kamerasprint gerade extremst. Okay, die FPS sind gerade echt niedrig. Okay. Okay, ich mach mal kurz den Cut und gleich geht's weiter. Ich guck die Einstellungen nochmal. So, jetzt funktioniert es einigermaßen. Gucken wir mal, ob es besser später wird. So, wir spielen eigentlich einen Dämonenhunter, der wurde früher gejagt und jetzt jagt er. Und ein Meteor ist hier jetzt nach Tristram gefallen und ja, wir müssen gucken, was da los ist und so. Und ja. Und da bekommen wir schon mal erst die erste Quest. Ich bin hierher gereist, um den gefallenen Stern zu finden und das Böse, das von ihm ausgeht, aus diesem Land zu tilgen. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir Oh, jetzt werden wir angegriffen. Es kommen immer mehr. Öffnet das Tor. So, die erste Quest ist auch zu Ende. So kämpfen sehen. Weiter geht's. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen.
Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Und willkommen zurück zu Diablo 3. Ich habe jetzt die Kameraeinstellungen angeguckt und es hat geklappt. Jetzt müssen wir den gefallenen Stern. Heißt die Quest und hier ist ein Buch. Guck mal. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Okay, das war jetzt Deckard Cain. Leia, richtig? Rumford sagte, ihr habt den Einschlag des fallenden Sterns überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Oh oh. Sie verwandeln sich! Level 2! Sauber! Guck mal, was wir Neues gekriegt haben. Erstmal Gold hier. Für die Wirtschaft ist das der Tod. So, was haben wir neu gekriegt? Durchbohren. Yes. Und weiter geht's mit der Leia. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Dann werde ich ihnen ein Ende bereiten und eure Stadt retten. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Okay, jetzt muss man raus zu Hauptmann Rumford wieder. Um zu wissen, was jetzt wirklich los ist. Das hört sich nicht gut an. Und Rumford. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Macht euch keine Sorgen. Ich werde ihren Tod rächen. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Oh, jetzt werden wir eingriffen. Wir müssen jetzt scheußliche Mütter töten. Erstmal hier diese hässlichen Zombies erstmal down machen. Oh. Ich denke, die FPS-Abschlüsse sind jetzt nur hier bei Tristram. Mal die neue Attacke. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ich hoffe, die FPS spinnen hier nicht. Und Straße nach Alt-Tristram. So, Handschuhe bekommen. Schauen wir mal. Beide Teile sind nice. Weiter geht's. Oh, Moment, neues Wissen. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen.
Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Okay. Weiter geht's. Die Auferstandenen hier kaputt machen schnell. Wow, haut das Ding aber rein. Da ist die scheißige Mutter. Stachelsäule ist Scheusale. Entschuldigung. So. Sterbt. Sterbt. Hier ist ein Baumstamm. Und nichts. Leider. Gucken wir mal nach vorne. Hier ist ein toter Milizsoldat. Ja, 12 Gold. Geht schon. So, ich mache hier noch kurz eine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich. Bis später.